Ahoi, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute ist Dienstag, der 24. August. Ja, und weiter geht es auf unserer Sommerradrundreise 2021. Wir haben jetzt 8 Uhr, gehen jetzt gleich runter zum Frühstücken und dann starten wir unsere 6. Etappe. Diese Etappe führt uns jetzt von Heidelberg über Mannheim nach Worms. Das sind auch wieder ungefähr 50 Kilometer, nicht ganz. Naja, und jetzt wird erstmal gut gefrühstückt. So, wir verlassen jetzt Heidelberg. Wir sind auf den Ausfallstraßen, aber hier ist ein schöner Radweg. Der führt direkt am Neckar entlang. Und dem folgen wir eigentlich jetzt bis zur Mündung in den Rhein. Einmal kurz verfahren haben wir uns auch schon. Aber ja, wenn man so aus der Stadt rausfährt, bleibt das vielleicht nicht aus. Also, weiter geht's hier am Neckar entlang. So, wir sind jetzt ca. 5 Kilometer oder 6 Kilometer vor Mannheim. Ja, die Gegend hier immer schön rechts ist der Neckar, den sieht man ab und zu mal, dann sieht man ihn wieder mal nicht. Aber die Gegend ist halt sehr ländlich geprägt, flach, schöner Radweg, ja, aber sonst nichts Besonderes. Also, in 5 Kilometer sind wir in Mannheim. Läuft gut hier, gell? Mhm.
Mannheim. Über die Kurpfalzbrücke geht es auf die andere Neckarseite. Das ist dann wohl BASF, oder wie? Kommen zur Neckarmündung. Hier haben wir noch die Neckar und da vorne, wo das Schiff ist, das ist schon der Rhein. Wir sind wieder am Rhein unterwegs. Ja, mit der Fähre geht es jetzt sehr langsam und gemächlich über einen Nebenarm des Rheins. Jetzt erwartet uns eine echte Herausforderung. Es geht über die Autobahnbrücke der A6 auf die andere Rheinseite. Wir überqueren jetzt den Rhein hier auf der Autobahnbrücke. Das ist ein herrlicher Mittelstreifen für Fußgänger und Radfahrer. Ja, aber der Lärm ist schon enorm hier. Aber gut, ihr habt ja gesehen, kein Aufzug, keine Auffahrt, sondern Treppen. Und das ist schon ambitioniert, da hochzuschieben. Aber es geht. Und hier kann man ja auch fahren. Hier ist man rechts und links sehr gut durch die Leitplanke gesichert. Hey,
doch fahren. Kann doch nichts passieren. So, das war jetzt für Fahrräder mit Gepäck eine richtig schöne Herausforderung. Es waren doch ziemlich steile Aufgänge und auch steile Abgänge von der Autobahnbrücke hier. Ja, jetzt sind wir ungefähr, na, ich sag mal 12, 13 Kilometer von Worms entfernt. Wir sind in Worms gelandet. Nochmal. Wir sind in Worms gelandet. 14.10 Uhr ungefähr waren wir hier. Da wir erst um 15 Uhr einchecken können in unser Hotel, haben wir uns hier noch ein kleines Café gesucht. Unterwegs war auch kaum etwas zu finden. Also wir sind um kurz nach 9 sind wir von Heidelberg weg und waren um 14 Uhr hier, haben, so viel ich weiß, 47 Kilometer gefahren. Naja, war eine flotte Tour hierher. Gesamtkilometer haben wir jetzt 286. So, und jetzt haben wir mittlerweile 3:15. Dann können wir gleich zu unserem Hotel und einchecken. So, mittlerweile haben wir eingecheckt und sind jetzt hier in Worms unterwegs und machen Worms Gänsefüßchen unsicher. Gänsefüßchen. Wir waren gerade beim Nibelungentor. Das ist heute. Und jetzt gehen wir zum Dom.
Guten Morgen. Das war unser Hotelzimmer in Worms. Es war etwas laut. Die Straße führte direkt am Zimmer vorbei, am Fenster. Ja, und dafür gab es von der Hotelbesitzerin für jeden von uns Oropax. Die haben wir aber nicht benutzt, denn nachts war es doch ein bisschen ruhiger. So, wir sind wieder unterwegs. 7. Etappe. Jetzt geht es Richtung Mainz. Ja, eine der vielen hässlichen Ausfallstraßen aus Worms hinaus. Wahrscheinlich hätte ich mir auch einen schöneren Radweg aussuchen können, aber ich habe mich da jetzt ein bisschen auf Komoot verlassen. Ja, da ist man auch manchmal verlassen. Denn ich denke mal, rechts unten am Rhein wäre ein schönerer Radweg gewesen. Aber jetzt fahren wir hier noch ein Stück und dann kommen wir ja auch an den Rhein. Getränke fassen beim Rewe. Getränke fassen beim Rewe. So, frisch mit Getränken versorgt. Kann es jetzt hier weitergehen? Jetzt ist der Radweg auch nicht mehr an so einer belebten Straße. Also es macht schon wieder etwas mehr Spaß. Wir fahren hier jetzt durch ein Dorf, ich weiß gar nicht den Namen. Rechts von uns sind Schrebergärten. Naja, schauen wir mal. Weiter geht's. Lässt sich recht gut fahren. Ja, der Teil der Strecke hier ist jetzt sehr monoton und eintönig. Bis auf den Reiher, der da drüben mal kurz die Flügel geschlagen hat. Ja, hier sind ein paar Kühltürme. Ich weiß gar nicht, zu was die gehören. Permanenter Gegenwind. Das ist weniger schön. Also nach Ibersheim kommen wir jetzt. Nach Ibersheim. Und hinter mir kommt auch irgendwas an.
hier in Oppenheim, ja, auf dem Marktplatz oder Rathausplatz, ich weiß es nicht, machen wir eine wohlverdiente Pause. Es ist jetzt 13.30 Uhr. Hier gönnen wir uns jetzt eine leckere Torte und ich natürlich einen schönen, kühlen, schönes, kühles Radler. Das haben wir uns verdient. Und der Marktplatz ist richtig schön. So, wir nähern uns Bodenheim. Noch ein paar leichte Hügel hier. Hoffe ich jedenfalls. Dann haben wir es geschafft. Obwohl hier sieht es ein bisschen steiler aus. Nach ca. 58 Kilometer hatten wir unser Hotel in Bodenheim erreicht. In einem gemütlichen Weinrestaurant ließen wir den Tag ausklingen.